Na komm mal mit du. Dir gebe ich den Rest. So, schlaf gut. Ja. Okay. Kann ich anscheinend drunter. Alter, ich will hier doch rauf. Nein, lass mich. Geht doch. Da kann man drüber. Ah, das ist ein Buch. Amanda und ich hätten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht. Und wir können nicht mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadt wachen. Sich wehren. Sie bringen Häuser überall in unser Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unsere Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Also sie, die Ratten sind anscheinend feuerscheu. Das ist doch ganz. Das ist ja doch ganz gut zu wissen. Also wenn ich Feuer legen kann. Och, wie süß. Hier. Ich gebe euch eine Flasche. Oh. Entschuldigung. Tut mir leid. So, jetzt ist aber die Frage, wo müssen wir hin? Konnte ich da gerade rauf oder habe ich mir das eingebildet? Konnte doch gerade rauf. Ha! Wenn das mal nicht richtig ist. Na komm, lass mal hier gucken. Okay, hier bin ich anscheinend doch nicht richtig. Ach, da ist es. Ach, Mensch. Ich bin auch blind. Wieso sagt mir denn keiner was? Ich bin so blind. Aber ich glaube, die Leichen könnte ich vielleicht doch mitnehmen. Falls so Mäuse kommen, könnte ich die dann als Fraß verwenden. Ich werde nämlich ungern von Mäusen gerade gegessen. Da esse ich lieber ein paar kleine Snacks. Halt, hier geblieben. Du kommst mit. Ich brauch dich wahrscheinlich. Kein Licht, kein Feuer. Da ist auch eine Leiche. Okay, was soll's? Einmal runter. Okay, hier ist nichts. Kommt man auch nirgends hin? Okay. Hier ist anscheinend nichts. Kann ich mit der Leiche sprinten? Nee. Okay, die Leiche lässt uns also langsamer werden und nichts. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Okay. Klärt einiges hier, Penner. Hier ist noch Rattenfraß. Wenn wir da runter gehen, sind wir definitiv tot. Deswegen habe ich jetzt den Kerl mal drin gerufen. Hoffentlich klappt das. Ach komm, nimm den. Das wird vielleicht gar nicht mal so einfach jetzt mit den Ratten. Muss man aufpassen, weil wenn wir jetzt da runter gehen, sind wir wahrscheinlich tot. Eieieiei, lass mich hier hoch. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Da, nimmt. Wollt ihr noch eine? Hier. Ja. Fress die. Fress die bei lebendigen Leib.
Da, ich hab euch eine Leiche gegeben, lasst mich in Ruhe. Schnell. Weg. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Jetzt werde ich dich gleich töten. Penner, du. Oh, Essen! Sehr schön. Auch Feuer hält sie fern, das wird vielleicht nicht löschen. Lass mich doch auf den... Au. Oh, ja. Ach so! Oh! Also habe ich doch richtig gemacht. No one will keep you from death. Okay. Da sind keine Waffen. Alles safe. Opa. Okay, soweit so gut. Läuft's ja noch. Das Geld. Ich weiß zwar nicht, für was wir das Geld brauchen, aber ich nehm's mal mit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja doch noch. Noch irgendwas? Nee. Da gibt's. Da sind sie. Scheiße! Au! Ich höre Stimmen, ist das gut? Au! Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe die Falle gesehen, aber bin dann auch gleichzeitig reingelaufen. Das tut weh. Und ich bin fast tot. Du bist schuld. Scheiß Werfer, Alter. Ach Mann. Jetzt war ich schon full AP und hab mich gefreut und dann. Was? Stop. Ach, komm! Dann steht da hinten auch noch eine. Hier sind ja überall so welche Kackfallen. Da muss man ja wild aufpassen. Essen, Geld, noch mehr Essen wäre nicht schlecht. Ich heb mir lieber die Elixieren auf, weil in einem Kampf sind die vielleicht nützlicher als jetzt, weil wer weiß, was da noch für Kämpfe kommen. Okay, hier war ich schon. Okay, komm, ja, auf. Na, hoppsa, geht doch. Hier soll so die Waffe sein. Hier sind Leichen. Nee, tragen will ich nichts. Habt ihr irgendeine Beute? Ein Brief. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihren fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der Wahrkaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreu, die sich sehr gern mit ihnen treffen will. Nehmen Sie diese Waffe für sie aus den feinsten Materialien der Inseln hergestellt und treffen Sie sich mit uns Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in der Wehrenhafen führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Gut, aber ich glaube... Oh. Ja, mir gefallen die Leute jetzt schon. Aber ich trinke jetzt ein kleines Schlückchen, weil ich zu viel rede. Uff. Das musste sein. Tut mir wirklich leid. Aber irgendwann muss ich auch mal was trinken. So, die Waffe sieht doch schnieke aus. Oh ja.
Oh, geil. Neues Messer. Wie geil. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ach, man kann die Pfeile auch ändern. Boah. Normale Pfeile? Schusswaffe. Giftpfeile? Was ist das? Feuerpfeile? Ich glaube, ich nehme die normalen Pfeile. Da habe ich 8 Stück. Muss ich mir jetzt angewöhnen, dass ich die richtige Maustaste, die Taste nutze, weil... Dankeschön. Weil ich sonst zu viel Schuss vergrüße. Jamloxen. Ach, das ist Geld. So. Das ist ja nett. Hallo Feuer. Okay. Ich konnte hier doch gerade irgendwas... So war er das. Okay, weiter geht's. Ah, da ist schon wieder so ein Kackband. Vielleicht sollte ich das lieber umgehen. Hoppa. Na komm. Lass mich nicht in den Stich. Jawohl. So, jetzt sind wir auch diesen scheiß Band da den Weg umgangen. Da wäre jetzt die Waffe. Und wir haben sie entlöst. Und ich glaube, Munition haben wir jetzt auch bekommen, weil die haben so Bombenpfeilmunition, die uns bestimmt noch helfen kann. Weil ich meine, die hat uns zu viel Schaden gemacht. Wieso sollte die den Gegner da nicht vielleicht einen One-Hit verpassen? Ne? Noch ein Brief. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komm nicht nächstes Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Ja, wie was denn? Darf ich das Schwert haben? Das sieht... Oder was ist denn das? Sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Ein Safe. Kabinett erforderlich. Kabinett... Kombination erforderlich. Oh. Habe ich... Wow. Nicht schon. Ach ja. Okay, jetzt haben wir den Pfeil genommen. Können wir ja auslösen. Eine Kombination. Lass mal gucken. Wir müssen doch hier irgendwo eine Zahlenkombination haben. Nee. Das sieht doch... Nein, das ist nur was zum Aufheben. Na, Kumpels. Hat einer eine Zahlenkombination für mich? Vielleicht die Überreste der Beine? Na, hast du eine Kombination? Nein. Okay, ein Rätsel löst sich jetzt zwar schon mal nicht auf, weil ich keine Kombination habe. Und wo soll die sein? Kombination. Lass mal gucken. Vielleicht habe ich sie ja nur übersehen. Na, mal schauen. Kombination. Was ist denn? Dann nicht. Vielleicht hier. Vor Rand. Nö, das nicht. Da steht auch nichts. Nee. Jetzt bin ich hier oben drauf. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee, nicht wirklich. Okay, also ich sehe jetzt hier keine Kombination, die ich angeblich kriegen sollte. Oder ich bin blind, so dass ich sie nicht sehen kann. Kann ja auch mal passieren, ne? Na, lass doch mal gucken. Bla
Blablabla. Ja, Zeitschriften, die alle nicht in Ziffer bauen, die lesbar sind. Toll. Okay, einmal ab. Na, bist du wohl. Geht doch. Okay, ich habe ein Problem. Ich weiß die Kombination nicht und ich sehe die auch nicht. Wo sollen die bitte schon sein? Hm. Können die im Wasser sein? Beim Wasser? Ich weiß ja nicht. Da komme ich schon weiter. Ich hätte aber gerne die Kombination noch gefunden. Mensch, was wäre denn da drin gewesen? Ich will das haben. Ich springe jetzt mal ins Wasser. So, oh, hier ist ja dunkel. Ich sehe gar nichts. Lass mal gucken. Schwimm. Nee. Also ich sehe ja keine Kombination. Ich wüsste auch nicht, wo hier eine sein soll. Man könnte höchstens rumtrachieren und probieren. Wie viele Zahlen gibt's denn da? Mano. Mano. Okay, ich weiß nicht, wo ich die Kombination hier kriege. Ich sehe auch nirgends eine. Oh. Oh! Ich hab sie. 4, 5, 1. Okay. So. 4. Nein. 4, 5, 1. Jawohl. Alter, nein. Alter. Du machst safe. Oh, Bingo. Bingo. Wieder verschließen. Haha, ich habe den Chef geknackt. Ich bin so gut. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Cool. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Essen. Stinkt's wie ein toter Weihnacht. Ich kann Essen gut brauchen. Na, ist hier noch irgendwas? Da komme ich runter zu denen zwei. Aber die stehen da auch so lustig. Die möchte ich eigentlich gar nicht stören. Kann ich... Wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich da auch wirklich sicher an? Ich weiß nicht. Ist vermutlich auch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Aha. Kann ich eigentlich auch. Warte mal. Kann ich? Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Ja, du hast es gehört. Aber ob du es auch siehst? Attentäter! Nein. Hilfe! Still! Fuck. Endlich! Nein. Headshot! Der war gemein. Ich habe ihm eine Flasche an den Kopf geschmissen. Oh, bist du nicht süß? Ach, die Bogenpfeile kann man da auch wieder nehmen, wenn man sie verschießt. Ach, das ist ja schön. Ach, nett, dass du mir Essen hier liegen hast lassen. Kann ich brauchen.
Ich bin eher am Hungern. Ich hab Hunger. Ja, gib mich 5 Henners um zu feed. Ist da noch irgendeiner? Ich weiß ja nicht. Vorsichtig sein. Oh, da ist einer. Na, Kumpels? Wollt ihr auch meine Flasche sehen? Pass mal auf. Das war's. Ja, jetzt such mich mal. Wenn du mich findest, bist gut. War wohl nur der Wind. Ja, genau. Der Wind. Das ist auch nur der Wind. Pass auf. Das war auch nur der Wind. Ich werde dich finden. Nein, wirst du nicht. Das war auch der Wind. Verdammt! Das war alles der Wind. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Nein, wirst du nicht. Das war alles der Wind. Habe ich noch eine Flasche hier? Kannst dich nicht ewig verstecken. Ach doch. Kann ich schon. Wenn ich will, kann ich alles. Ich werde dein Versteck finden. Ja. Verdammt, jemand ist tot. Ach, das fällt dir aber früher auf. Ich weiß, dass du hier bist. Oh, schön für dich, dass du es weißt. Nur wo bin ich? Ich weiß, dass du hier bist. Ja, schön, dass du es weißt. Nur wo bin ich? Ich werde dein Versteck finden. Ja, ich glaub's doch nur du. Ja, ja. Mein Versteck findest du, ne? Ja, 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 ja. Das weiß ich. Ich hab's gesehen, wie du mich gefunden hast. Das hast du gut gemacht. Du hast mich 1A gefunden. Ja, 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 ja. Habt ihr mitbekommen, wie der mich gefunden hat? Mein 1A-Versteck hat er so gut gefunden. Da muss ich direkt meine Line ziehen. Nein, Spaß. Ich dicht. Na, Mäuse am Spieß wäre doch gar nicht mal so schlecht. Da waren ja auch Mäuse sogar drauf, glaube ich zumindest. Na, gib mir mal meine Pfeile wieder. Krieg ich die auch wieder? Na, wo habe ich dir den Pfeil denn hingeschossen? Na, schade. Ich habe ihn genau den Kopf abgeschossen. Hui. Krieg ich die Pfeile nicht mehr. Doch, die krieg ich wieder. Habe ich doch richtig gesehen. Also die Pfeile, die ich verschieße, kriege ich also wieder, wenn ich sie finde. Oder nur manche kriege ich wieder. Und ja. Somit kriege ich auch wieder Munition. Das sieht nach Schlüssel aus, ist aber nicht. Hm. So, das wie eine Flasche zum Ablenken. Das haben wir ja schon mal gehabt. So, hier haben wir auch das Geld entschieden. Trinken! Das bringt ja auch so, was zu trinken. Lass mich doch aufwärts. So. Geld, Elixier, danke Kumpel. Na, mach mal gut. Ich brauch dich gar nicht. Aber das nehme ich mit. Ich mag die Flaschen ab sofort, die sind witzig, damit kann man die voll erschrecken und voll verarschen. Ich hab da was gehört, hast du das auch gesehen? Jo, das war voll unheimlich. Ja, aber was war das? Hm, keine Ahnung. Licht aus. Viel zu hell. Ich hab das gesehen, ja, hast du? Ja. Nein. Achtung, Bürger von Nanwar. Ja. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ja, ja. Tue ich auch. Schweinhund.
Ah, da ist Samuel. Hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Yeah, wir haben den Freund gefunden. Aber bevor ich jetzt zu denen gehe, würde ich sagen, ich mache hier einen Cut. Weil langsam genügt es mir eigentlich mit dem. Und ich habe ja auch noch ein paar andere Überraschungen für euch. Da könnt ihr euch eh noch drauf freuen. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Abschlusslike, egal, lieber sowieso. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen, wie immer. Und what the hell. Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.